Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Ach, ehrlich gesagt, ist es doch egal, ob er euch liebt oder nicht. Das Wichtigste ist, dass ihr euch selbst liebt, denn jeder von uns ist einzigartig. So wie mein Name Ruhama. Ja, ihr habt richtig gehört, Ruhama und nicht Obama. Ich liebe meinen Namen, ich sag nur selbstverliebt. Der Mauerpark ist eine der Attraktionen für Berliner und Touristen und auch einer meiner Lieblingsorte. Der Name Mauerpark kommt von der 1961 errichteten Berliner Mauer, die an dieser Stelle die Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Wedding bildete. Am Wochenende ist hier einiges los, da gibt es Karaoke, Live-Acts und einen riesen Flohmarkt. Ich persönlich liebe es aber unter der Woche, da ist es schön ruhig und dann kann ich auch mal schön in Ruhe ein Buch lesen oder legal Graffiti sprayen. Oder Basketball spielen. Oder schaukeln. Okay, ich gebe es zu. Ich komme auch gern sonntags hierher. Letzte Woche habe ich mir auch diese tolle Tasche auf dem Flohmarkt geholt. Absolutes Schnäppchen. Also bis bald, wir sehen uns im Mauerpark. Habt ihr schon von dem neuen Trend Cycling gehört? In New York schwören Stars und Models auf das neue Workout. Hier in Deutschland setzt sich der Trend so langsam durch. Ich bin hier in Berlin-Mitte bei B-Cycle und habe hier Gundula Köln, die Gründerin, vor mir. Sie erzählt uns jetzt mal, was Cycling eigentlich ist. Cycling ist eine neue Art des Spinnings. Es ist im Grunde Cycling indoor mit sehr, sehr guter Musik, viel Beats. Und im Grunde ist es ein Workout, wo alle in der Community zusammen Spaß haben. Schön. Und wie funktioniert Cycling? Es funktioniert wie das klassische Spinning, nur mit dem Unterschied, dass du halt in einem dunklen Raum bist, mit Club-Atmosphäre, mit sehr interessantem Lichtdesign und dann natürlich nochmal mit ganz anderer Musik motiviert wirst. Die Trainer arbeiten mit verschiedenen Playlisten und Okay. Jeder Ride ist im Grunde durch jede Playlist immer wieder eine neue Erfahrung. Und wie viel Kalorien verliert man oder verbraucht man bei einem Cycling-Kurs? Man kann bis zu 600 Kalorien verlieren, kommt natürlich sehr stark darauf an, wie viel Widerstand man auch einstellt. Also man kann sich das auch sehr leicht machen, aber in der Regel sind so 600 Kalorien das, was jeder verlieren sollte. 600 Kalorien? Das hört sich super an. Also ich bin heute Abend auf jeden Fall am Start.